Damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom LS17 hier weiterhin in Südhämmern. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich jetzt hier wieder mal zwei Wiesen eben gemäht. Hier mit dem normalen Mähgespann mit einem meiner neuen Lieblingstraktoren. Habe ich ja schon mal erwähnt, das ist der Standard Valtra, irgendwie gefällt er mir, keine Ahnung. Und jetzt wollen wir die Geschichte mal schwadern und dazu nehmen wir nicht den normalen Schwader, den ihr hier kennt, hier meinen Bandschwader von Mod Hub von Stefan Maurus, sondern wir probieren natürlich die Geschichte vom Kuhn DLC aus, und zwar hier den fetten Mergemex 902, 102.000, wir mieten uns den, ich hoffe das geht sich noch aus, 8.000, gut, dann haben wir noch 3.000 Euro, um zur Not meine Kleinigkeit essen zu können. So, die Geschichte holen wir uns ja eben schnell vom Händler ab. Bisschen Mucke an hier. So, dann holen wir uns den Schwader mal eben. Die Tür können wir auch ruhig mal zumachen. Zack. So, Entschuldigung, Erwin. Pass mal auf da. Ja, Klaus auch. Ich hatte das ja in dem groben ersten Video gesagt, dass wir die Maschinen dann jedenfalls einen großen Teil davon immer nach und nach auch nochmal in den Spielen logischerweise benutzen werden. So, hängen wir ihn schon mal an. Und dann schauen wir uns die Geschichte mal eben kurz an. Grob gesehen haben wir schon, ist natürlich ein gewaltiges Geschoss. So, und dann ziehen wir das mal zur Wiese. Ja, ist halt auch ein Bandschwader, hatten wir ja kurz gesehen. Ich glaube, man kann da leider nicht die Förderseite auswählen, wie jetzt bei dem anderen, aber damit können wir im Zweifelsfall auch noch leben. Wir werden die Ballen nachher, das Gras nachher zu Ballen pressen. Und zwar werden wir da das gemischt machen. Halb Silage Rundballen, halb Silage Quaderballen, sodass wir beide pressen. Dann mal hinkriegen. Und man kann ja die Grasquaderballen auch wickeln. Natürlich nur die Grasquaderballen. Wäre jetzt totaler Schwachsinn, Strohballen wickeln zu wollen. Aber manche Leute haben Vorstellungen. Das ist unglaublich. So, dann versuchen wir hier mal innerhalbwegs passable Positioning zu kommen. Wir positionieren ihn. Hier müssen wir noch ein klein bisschen rüber. So, natürlich machen wir das Ganze mal GPS-technisch. Was haben wir jetzt? Arbeitsbreite von 9 Metern. Was hat der denn? Etatmäßig. 9,10 Meter. Gut, lassen wir es bei 9 Metern bestehen. So, den machen wir an, den machen wir runter, den machen wir an. Und dann starten wir mal los und gucken, was passiert. Sieht, er fördert jetzt hier nach links rüber. Kann man das denn wirklich nicht irgendwie umschalten? Kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Naja, wir nehmen es einfach mal so hin. Also sieht ganz schön aus, wie es hier drin arbeitet, ne? Also von den Texturen her schon relativ gelungen, finde ich, das ganze Kuhn-DLC. Klar, gibt es ein oder andere, wo man dann wieder sagen kann, ja, naja, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt natürlich jedes Mal den Haufen wieder... Und das ist ein bisschen schade, dass man die Seite halt wohl nicht ändern kann. Befördert er jetzt vielleicht automatisch in die andere Richtung? Nee. So wird der Haufen hier irgendwie immer größer. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Man sieht ja fantastisch aus, aber ein Mengele-Ladewagen wird hier jetzt schon wieder keuchen, wenn ich das jetzt lose aufsammeln würde. Ja, der wird schon wieder vom bloßen Hingucken nur verstopfen. Müssen wir Maus machen? Schilder. So ein E-Bald weg, habe ich gehört. Hat mir der Bürgermeister gesagt. Also vielleicht weiß nur einfach nicht. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man den nicht von der Seite her umstellen kann, aber gut. Also da hat der andere Bad Schwader natürlich ein paar Funktionen mehr, aber ist halt auch eine Modifikation und vielleicht ist das beim Standard Schwader einfach auch so. Also gut aussieht, tut das schon. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also von der Textur her finde ich schön gelungen. Federt richtig so schön ein bisschen mit. Ist schon schön. Ich finde auch immer wieder, dass insgesamt ein Bandschwader sicherlich eine super Alternative ist zum herkömmlichen Schwader. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das im Realen so gehalten wird, aber ich finde so, für das Spiel jetzt ist ein Bandschwader auf jeden Fall eine schöne Alternative zum herkömmlichen Schwader. Und ist das nicht ein schöner Schwatt? Also mal im Ernst. Der ist ja wie an der Perlschnur, ist der ja. Heu machen wir jetzt keins, weil wir haben ja eine Heutrocknung. Also wer es eventuell noch nicht mitgekriegt hat, seit dem 1.4er-Patch, der inzwischen auch schon wieder ein neuer Patch da ist und auch schon wieder der nächste neue angekündigt ist, aber seit dem 1.4er-Patch mal grundweg, nimmt der Futtermischwagen ja kein Gras mehr. Das war so ein bisschen ärgerlich vorher, wenn man in den Futtermischwagen Gras reingeschmissen hat, wurde es automatisch zu Heu. Das war unschön. Allerdings finde ich es auch unschön, dass der Futtermischwagen jetzt gar keine Grasballen mehr macht. Weil ich gerne meine Grasballen auch im Futtermischwagen schmeiße und von da aus verfütter. Ich weiß, ich kann auch Ballen direkt verfüttern. Jetzt jedenfalls hier oder bei den meisten Maps ist das so. Gibt ja auch welche, da geht's nicht, das hatten wir auch schon. Aber ich weiß, ich kann die Ballen normal verfüttern. Trotzdem mache ich das gerne, dass ich meine Grasballen in den Futtermischwagen geschmissen habe. Gerade so im 15er auch. Und das dann verfüttert habe. Dann war es ärgerlich, dass ein Grasballen automatisch Heu wurde. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, oder ich kann es mir nicht so schwierig vorstellen, ich bin da aber auch, da nicht viel Ahnung, den Futtermischwagen so hinzukriegen, dass der doch wohl zwischen Gras und Heu unterscheiden
können, werden, sollte, muss. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja, also erstmal danke, dass der Futtermischwagen nicht mehr magisch ist und Heu aus Gras macht. Gute Sache. Dass der jetzt allerdings gar keine Grasballen mehr macht, finde ich nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das fehlt ein bisschen. Wie gesagt, wir füttern meistens die Ballen so direkt. Aber ab und zu finde ich das immer ganz schön. Allein schon vom Feeling her, sag ich mal, wenn man das im Futtermischwagen tut und dann so schön den Trog entlang streuen kann. Quasi. Ja, neuer Patch, wie gesagt, ist ein Tag vor dem DLC. Also das DLC ist jetzt heute Nacht, gestern, wie auch immer. Kurz nach Mitternacht war das da. Gestern Abend, also am Montagabend, so gegen 20 Uhr, kam dann wieder ein neuer Patch. Und im offiziellen Forum gibt es aber auch schon einen Beitrag von Herrn Geiger, also von Stegei, dem Chef von Giants, dass der nächste Patch schon wieder in Arbeit ist. Also ich weiß gar nicht, war irgendein, der Bug-Report für den neuen Patch war schon wieder, schon kurz nach Erscheinen war der schon wieder sehr, sehr voll. Und bei einem Thema hatte er dann hingeschrieben, ach ja, mit dem Helfer. Der Helfer klappte immer noch nicht mit Vorgewende, der erkennt das wohl immer noch nicht so richtig. Und da wurde schon gesagt, ja, das ist im nächsten Patch dann auch wieder behoben. Das heißt, der nächste Patch ist auch schon wieder in der Mache dann. Ich meine, man kann es so ganz gut spielen, finde ich. Also ich habe keine großartigen Probleme. Und ich bin trotzdem mal gespannt, ob es irgendwann vielleicht mal ein bisschen besser wird. Es kann natürlich nie, es wird nie passieren, dass gar kein Bug mehr drin ist. Das, glaube ich, ist utopisch. Ja, sowohl für den LS13 als auch für den LS15 gibt es, glaube ich, bis heute keinen finalen Patch. Naja, man muss einfach mal abwarten. Ich finde, man kann es ganz gut spielen. Sicherlich gibt es so die eine oder andere Unschönheit mal, aber man kann auch alles ein bisschen sehr ernst nehmen. Also ich komme bisher ganz gut klar. Ich habe auch so mit dem Helfer jetzt keine großen Probleme. Es ist manchmal ein bisschen nervig. Aber jetzt nichts, was nicht irgendwie handelbar wäre. Also dass das Spiel jetzt deswegen unspielbar wäre, kann ich jetzt nicht entdecken. Manche tun im Forum halt wirklich so, als wäre das total unspielbar. Und dann geht es auch nicht an, wenn man sagt, ah, der und der Mod funktioniert jetzt nicht mehr, was soll das? Ja, Leute, da müsst ihr auch mal die Kirche im Dorf lassen. Denn man kann nun sagen, was man will, aber Giants kann in keinster Weise dafür verantwortlich sein, dass wirklich jeder Mod und jedes Skript und alles mit jedem Patch dann auch funktioniert. Das geht einfach nicht. Ne? Wir machen uns nichts vor. Patches und Skripte sind gut. Gar keine Frage, haben auch Giants unheimlich geholfen, aber es ist ganz einfach unmöglich zu verlangen, zu sagen, hier, das und das Skript funktioniert jetzt nicht mehr, denn das liegt am Patch, ja, gut. Das ist nicht möglich, da zu sagen, wir gucken jetzt, ob das wirklich mit allem funktioniert. So hart das klingt, aber da geben die halt die Vorgaben und die Modder und Skripter, ja, in Anführungsstrichen, müssen sich dann halt danach richten, was dann da ist. So doof das jetzt klingt, das soll auch nicht falsch klingen, aber so ist das nun mal. So, jetzt haben wir hier die eine Wiese gleich wunderschön fertig. Ja, jetzt haben wir den auf jeden Fall mal benutzt. Wir werden den auch für die andere Wiese dann auch nochmal eben mit benutzen. Aber ich denke, mein zukünftiges Gerät bleibt der Bandschwader aus dem Mod-Hub. Allein schon, weil ich da eben auch die Seite ändern kann. Ich kann die einzelnen Elemente aus- und abschalten. Aus- und abschalten, ja. Aus- und anschalten. Ist auf jeden Fall eine nice Sache. Und im nächsten Video werden wir dann hier, wie gesagt, aus dieser Wiese werden wir Qualerballen machen und werden die dann wunderschön einwickeln. Das habe ich ja in dem ersten groben Video quasi zum Grund-DLC schon gezeigt. Ich habe vorhin auch mal mit der einen Saatmaschine, mit dem Saatzusatztank schon mal gearbeitet, war auch ganz okay.
Ist jetzt natürlich auch für große Felder nicht unbedingt eine Alternative, weil die doch teils nicht so große Arbeitsbeine haben. Aber gerade so für kleinere Betriebe ist das sicherlich auf jeden Fall eine super Alternative. Also ich finde, rundum das Grünpaket ist wieder gelungen. Diese ewige Preisdiskussion, gut, die haben wir schon, solange wir DLCs haben. Die werden wir auch immer so lange haben. Es sind immer Leute dabei, die sagen, nee, das ist viel zu teuer und hast du nicht gesehen. Ja, jedem seine Meinung. Niemand wird gezwungen, das zu kaufen. In der Regel nicht. Mir gefällt es ganz gut. Natürlich, wenn man mich jetzt fragt, willst du dafür lieber 10 Euro weniger ausgeben, hätte ich auch nicht nachhin gesagt. Aber ich finde das jetzt auch nicht überteuert. Und ich fange jetzt auch nicht an, wie das dann zu lesen ist, das jetzt in Relation zum ganzen Spiel zu setzen. Das ist ja nun mal nicht zu vergleichen. Wir werden gucken, wie sich die nächsten DLCs in Umfang oder im Geld dann entwickeln. Das bleibt abzuwarten. Ich weiß, ich werde auch weiterhin jedes DLC kaufen. Das geht schon seit es DLCs gibt so. Also ich habe wirklich jedes DLC mitgenommen, ab nun gebraucht oder nicht. Sei es damals das Marshall DLC und solche Sachen. Wahrscheinlich nie benutzt oder ich denke an dieses Lindner DLC zurück im 13er. Ich habe das nie benutzt, glaube ich. Aber gekauft habe ich es. Und das wird auch weiterhin so laufen, dass ich mir die DLCs natürlich alle kaufe. Ein Stück weit natürlich auch Unterstützung für alte Lieblingsspiele, klar. Und in der Regel sind die halt meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht. Ja, und ich habe kein Interesse mehr an irgendwelchen Preisdiskussionen zum Teil. Die Müll viel zu teuer oder wie auch immer. Wem es zu teuer ist, der lässt es halt. Man kann das Spiel ja super auch so spielen. Wo, wenn ich das recht verfolgt habe, ist ja die Verkaufszahl von DLCs ist ja da. Ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich gar keiner kauft. Also es findet ja Abnehmer. Und ich habe schon damals einmal gesagt, ich finde es nicht verwerflich, dass Giants, die ja eine Firma sind, auch irgendwo Geld verdienen wollen und müssen und sollen. Das ist ja nicht verwerflich. Jedes Unternehmen will gewinnorientiert arbeiten, muss gewinnorientiert arbeiten. Und insofern nutzt das ja alles nichts. So, ich denke aber mal, dass wir für dieses Video dann langsam zum Ende kommen. Ich werde dann hier bis zum nächsten Mal diese Wiese noch zu Ende schwadern, sodass wir dann direkt... Oha, GPS nicht an. Sodass wir dann direkt ins Pressen gehen können. Das ist hier der Rückwärtsfahren, ne? Micha und Rückwärtsfahren mit so einem Gerät hinten dran. Ich finde es halt ungewohnt, dass die großen Geräte hinten dran sind. So. Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, den Schwader hier mal in Action zu sehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie gefällt euch das Kuhn-DLC? Habt ihr euch das gekauft? Wollt ihr es euch noch kaufen? Wollt ihr es euch gar nicht kaufen? Da würde mich die Meinung mal interessieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, morgen oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Schönen Tag, morgen. Ich rede auch wieder ein Pfiff ist heute. Also ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bin es auf jeden Fall. Und bis dahin sage ich jetzt Tschüss, euer Micha.